So, hallo Leute, heute gibt's das Tutorial zu diesem Scan-Effekt. Und wie ihr an diesem schönen neuen Design gemerkt habt, es ist After Effects CS6, das ganz neue. Ja, zuerst machen wir neu Einstellungsebene und die tun wir jetzt hier entschneiden, wo wir den Effekt haben wollen, also von hier bis wo er schießt. Hier. Dann holen wir uns den Effekt Leuchten. Dann ändern wir bei Farben auf Originalfarben. Das ändern wir von Farbe A und B. Dann den Radius. Ich ändere jetzt hier mal auf 22. Dann wird es halt so weicher. Das müsst ihr euch aussuchen, wie es euch am besten gefällt. Und Intensität könnt ihr auch ein bisschen höher machen. Ich mache es jetzt auf 3. Und die Farbe A, die entscheidet jetzt, nach welcher Farbe halt dieser Scan aussieht. Ich nehme jetzt irgend so ein Rot hier. Und jetzt, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass der Scan von innen, also von der Sniper, nach außen verläuft, müsst ihr den Schnellwert von 0 nach 100 Keyframe. Und ansonsten andersrum. Dann geht es von außen nach innen. Ich mache es jetzt von innen nach außen. Keyframe bei 0. Zum Ende Keyframe bei 100. Und das wäre es auch eigentlich schon. Und wenn ihr noch eine gescheite Color Correction habt, dann zieht ihr das unter die Color Correction und dann sieht das noch besser aus. So wie hier. So, das war das Tutorial. Viel Spaß damit und ciao.